Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind 20 nach 6. Aus München gerade herausgekommen. Ich bin auf dem Weg. Ich muss meine Redebeiträge kurz halten. Ich habe eine lange Strecke vor mir. Ich fahre gen Süden. Hab mein schönes Radl dabei. Und mir geht's richtig gut. Bin aufgeregt gewesen, konnte nicht richtig schlafen. Ich habe eine lange Strecke vor mir. Ich würde gerne in die Toskana radeln. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Nämlich eigentlich nur 2 Tage. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob ich das so schaffe. Ich habe einfach mal bei Komoot eingegeben, wo ich hin will in die Toskana. Gemeint, ich bin gut in Form. Und dann hat er gesagt, es würde 38 Stunden dauern. Ja, schauen wir mal, wie lange es dann wirklich dauert. Ich bin sehr gespannt. Ja, es geht über einen Fernpass. Und dann ähnlich wie die Strecke zum Reschenpass am Inn entlang. Nur dann nach Martina in die Schweiz rein, aber dann einfach dem Inn weiter folgend zum Comer See über St. Moritz. Zum Maloja-Pass, zum Comer See. Und dann ist man ja eigentlich schon in Italien, lässt man Mailand rechts liegen in Fahrtrichtung. Und dann geht es so Richtung Abruzzen. Und ich weiß nicht, ob der Golf von Genua heißt, aber diese Seite des Stiefels, westliche. Ja, und dann so lustige Dinger wie an Pisa vorbei. Und dann bin ich auch schon da. Genau. Diese kurze Einleitung musste natürlich sein. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich hier wieder unterwegs bin. Schaut mal. Ah, Sommer. Es ist Sommer. Oder doch Herbst mit dem Nebel. Geil. Ach. Es fängt doch tatsächlich an, etwas zu tröpfeln. Ja. Was ist das? Wieso? Macht das Sinn? Ich wollte doch Sonne. So, mein Setting hier und mein Standort für ein erstes kleines Interview mit dem Ben vom Bodensee Rennrad-Podcast. Cycle-Café. Genau, das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt ist 8.36 Uhr, Kilometer 65, seit 2 Stunden 18 bin ich am Pedalieren. Ja, genau, ich habe gerade meine erste Podcast-Folge mit Ben aufgenommen, oder erste Sequenz, verlinke ich euch unten. 10 nach 9 ist jetzt mittlerweile. Kilometer 83 in 2 Stunden 50 und gefahren bin ich jetzt dann 3 Stunden 10. Das ist gut.
Österreich, 10 Uhr, Kilometer 103. Perfekt. Durst und Hunger. So ihr Lieben, ich bin jetzt seit exakt 4 Stunden im Sattel. Es ist 10.31 Uhr und was ihr hier seht, das ist die Zugspitze. So, Fernpass. Kilometer 120. Natürlich Verkehr, es ist Mittagsrum, aber alles okay, kein Spaß. Läuft sehr gut, richtig schön. Ich bin nach Imst, fahre da gerade runter, wieder ins Inntal. Es läuft alles, alles läuft. Genau. Wollte ich euch nur mal kurz erzählen, hier ist alles schön. Hey, 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 hey. Geil. Wetter passt, ja, genau. Ich bin kurz. Ist das nicht schön? Ja! Meistens schön. Diese Vokabel schön, das ist glaube ich die am meisten genutzte Vokabel bei mir. Aber es ist doch schön. Es ist doch wunderbar. Ja. Dieser Weg hier von Landeck nach Pfunz ist ein Träumchen. Gerade macht es mir Österreich schon sehr schwer, das Land zu verlassen. Es ist sowas Schönes. So, da ging es zum Reschenpass. Und wo fahre ich hin? In die Schweiz. Ins Land der teuren Cafés. Apropos teure Cafés, Plural, wenn ihr mich unterstützen wollt mit einer kleinen Geste, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Hier unter dem Video zum Beispiel, ich muss kurz schalten, da gibt es dieses Super Thanks Zeichen. Da könnt ihr mir quasi eine, in Anführungsstrichen, Spende zukommen lassen. Und es gibt auch noch natürlich die Möglichkeit, über meine Links einzukaufen, die in der Videobeschreibung drin sind. Zum Teil bekomme ich ja da eine Provision. Und
Noch eine sehr coole Möglichkeit ist Buy Me a Coffee. Da findet ihr auch einen Link in der Videobeschreibung. Das ist irgendwie ziemlich cool, weil da kannst du mir quasi einen Kaffee ausgeben oder zwei oder drei oder vier. Das ist natürlich dir überlassen. Und ein Kaffee steht quasi für 5 Euro. Und ja, dieses Buy Me a Coffee, das behält nur ganz wenig von dem Geld ein. Das habe ich alles auf diese Webseite draufgeschrieben, sodass man das gleich erkennen kann. Und genau, da könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und ja, da sage ich ein großes Danke natürlich an alle, die das bereits gemacht haben. Es ist wirklich fast nichts los. Es ist toll. Richtig toll. Und ich freue mich jetzt halt, gemütlich diese Straße hier bis nach St. Moritz zu fahren und einfach zu chillen. Wie früh haben wir eigentlich? Es ist ja 3. Pinzgau, oder? So. So, das Sommer. Schweiz. So, ihr Lieben, wie geht's mir denn aktuell? Wo bin ich denn gerade? Ja, Kilometer 219. Seit 8:30 im Sattel oder in Bewegung. Und seit 6 in der Früh bin ich ja los. Es ist 15:43 Uhr. Das rechne ich später am Computer aus, wie lange ich also unterwegs bin. Es müssten 9:43 sein. Ja, wie geht's mir? Haxen, wunderbar. Füße sind auch top. Das Wetter ist traumhaft. Somit kann es einem gar nicht schlecht gehen. Und mein Gott, schaut euch das an. Das ist halt die Schweiz, gell? Wunderschön. Diese Dörflein. So nah an Italien und doch komplett anders schaut's aus. Ja, ich bin ungefähr 90 Kilometer vom Maloja-Pass. Und Maloja-Pass ist ja der, den ich gerne erledigt hätte. Noch bevor es dunkel wird, habe ich, glaube ich, ganz gute Chancen. Außer mich klappt es jetzt dann irgendwann zusammen. Irgendwie von Müdigkeit oder sowas. Aber ich glaube, ich bin eigentlich nicht wirklich müde. Da passt alles. Genau. Ich habe jetzt 2 größere Pausen gemacht. Oh, Gegenwind. Ich habe jetzt 2 größere Pausen gemacht, beziehungsweise mir Essen beschafft. Und diese Lager hier, diese Nahrungsmittel, Nahrungs- und Genussmittel. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja. Und ich bin somit ganz gut ausgerüstet für die nächsten Kilometer, glaube ich. So, mal wieder ein Ämpelchen. Vielleicht ziehe ich mir meine Schuhe wieder an. In der Zwischenzeit. Passt gut ins Bild.
Sinne bauen. Also jetzt aber ganz schön der Gegenwind. Und dieses Tal leckt mich doch. Also das ist ja ganz schön lang. Man stellt sich da immer so im Kopf vor, ja dann, keine Ahnung, Martina, Grenze, ein bisschen in Inn entlang, St. Moritz, Maloja Pass, passt. Ein paar Stunden. Aber es sind halt wirklich ein paar Stunden. Naja. Und so ist es. Aber es ist wunderschön hier. Das ist ja auch typisch. Genau jetzt, wo ich hier bisseln wollte, kommt genau da unten fahrt ein Zug entlang. Uns einfällt an der Stelle, wer es noch nicht gesehen hat, wenn ihr zwischendurch bei den einzelnen Gesprächen auf euren Handy-Display schaut, ich habe immer eine kleine Karte eingeblendet dort und zwar immer mit dem Standpunkt, wo ungefähr der Nico gerade ist, während wir uns unterhalten und dabei auch Tag und Uhrzeit vermerkt. Das ist eigentlich auch schon irre, ne? Wenn man eine Radfahrt begleitet und dabei auch den Tag vermerken muss. Ja. Man sollte sich seine Freunde einfach gut aussuchen. Völliger Wahnsinn. Also, Nico unterwegs in der Schweiz und das nächste Mal habe ich ihn erreicht, kurz nach 8 Uhr abends. Also, es ist sommerlich, erste Abenddämmerung und da war er, ja, kurz hinter St. Moritz. Bin ich, grüße dich. Nico, du Weltenbummler, wo erwische ich dich? Du erwischst mich gerade noch in der Schweiz. Ich bin gerade kurz vor dem Maloja Pass. Dein Moritz war ich gerade und ja, das heißt, ab jetzt geht es dann bergab. Kommt jetzt noch dieses Silverplaner, diese Seenlandschaft da, mega schön. Und dann geht es runter und zwar ordentlich, ich glaube 1500 Höhenmeter oder so. Oh ja, Mensch, ja. Du. Das heißt aber, du bist diese 1500 Höhenmeter auch jetzt die letzten Stunden alle Stück für Stück hoch. Genau, den Inn entlang. Ja, und jetzt in dem Innenland. Und jetzt, deine Stimme klingt jetzt schon durchaus. Heute Morgen war es noch ein bisschen schwungvoller, würde ich sagen. Jetzt bist du schon mal, merkt schon, jetzt liegt ein bisschen Arbeit hinter dir, gell? Das merkt man auf jeden Fall. Und es ist auch kalt hier oben. Und ja, klar, also das, wenn man das nicht merken würde, dass man gerade fast 300 Kilometer gefahren ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja. Schön, schön zu spüren, dass du auch ein Mensch bist, mein Lieber. Krass. Also ich flipp hier noch aus. Das ist sowas von geil hier. Tschüss. So, der Abstieg geht los. Hey, hey. Das ist etwas nebelig, nebelig, nebelig. Oh, God.
Tutti cool, tutti cool. Ja, jetzt sind wir schon ein Stück weiter runtergefahren. Ich glaube 4 Kilometer. Kalt ist immer noch. Auf jeden Fall. Aber toll. Das war jetzt eine richtig geile Abfahrt und vor allem, man sieht es vielleicht noch da oben, super neblig. Man hat deswegen natürlich nicht so viel gesehen, aber es macht ja nichts. Das ist eine ganz besondere Stimmung natürlich. Jetzt geht es erstmal weiter. Schauen wir mal. Weiter zum Comer See. Keine Ahnung, wie viel Kilometer der weg ist, aber wird schon noch ein bisschen sein. Was ich jetzt gerade fast ganz vergessen habe, ist, dass ich diese Abfahrt natürlich nicht einfach so verstreichen lassen will, sondern die nutze ich jetzt natürlich. Ich habe jetzt ordentlich was getrunken. Ich nahm jetzt Magnesium rein und ich habe jetzt auch noch mein Studentenfutter zum Teil fertig gegessen, weil jetzt hat der Körper schön Zeit zu verdauen, was er natürlich während den Aktivitäten immer nicht so hat. Also da kann er sich jetzt mal drauf konzentrieren. Und geil, so würde ich auch in Urlaub fahren. 2 Räder, 2 Mopeds, 1 Mobil. Dass er einfach jetzt schön ein bisschen Batterien aufladen kann. Ich habe auch schon einen Proteinriegel gegessen. Ein bisschen Proteine kann ja nicht schaden. Nein. Erstes italienisches Städtchen hinter mir. Das war jetzt gerade so schön, da beim Essen, ich habe ordentlich aufgeladen und mich hat dann der Frank angesprochen, das war der Mensch mit dem Wohnmobil und den 2 Mopeds und dann haben wir ein bisschen gequatscht und hat er einfach komplett mein Essen bezahlt und der musste dann aber los, weil der noch zum Comer See musste und seinen Campingplatz zumacht. Deshalb ist er dann los, dann saß ich noch ein bisschen alleine da und dann ist die Renata gekommen, eine Bergführerin hier aus einem Nachbartal und die war so nett, die hat mir nicht nur meinen Kaffee bezahlt, sondern war also völlig baff natürlich, wie man sowas tun kann und hat halt dann auch noch mich eingeladen zum Canyoning, das macht sie mit ihrem Unternehmen und ist völlig umsonst für mich und ja. Hat mir ihren Namen gegeben und wie ich halt Kontakt aufnehmen kann zu ihr und ihrer Firma. Mega geil, bitte. Wie krass ist das? Sowas bin ich ehrlich gesagt nicht so gewohnt. Vielleicht, weil ich auch ganz gerne einfach meine Ruhe habe und mit Leuten, ja, vor allem in solchen Pausen nicht so viel rede. Aber im Endeffekt war es einfach mega geil. So, was haben wir eigentlich hier? Ist das hier eigentlich okay? Kann man das lassen? Passt das? Ja, hat schon gesagt. Mein Gott, bin ich gerade gut gelaunt. Seht ihr da oben den Mond? Ich habe richtig geile Musik im Ohr, chillige Musik. Ich habe jetzt keine großen Ansprüche an meine Geschwindigkeit. Es geht aber bergab, somit war ich trotzdem mit 45 oder was. Übrigens gerade Leerlauf, gell? Man hört nicht! Es ist so schön. So, und es ist warm. Ich habe einen Rucksack voll Essen dabei. Den habe ich mir umgelegt. Hängt jetzt an meinem Bauch. Schön. Fühlt sich richtig gut an, der Bauchumfang. Getrunken habe ich. Gegessen habe ich. Ich habe sogar einen Kaffee getrunken. Das war der erste Kaffee jetzt auf dieser Tour. Geil. Geil. So, es ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, es bringt euch nicht mega viel und mich blendet ihr dieses Licht gerade ein bisschen pervers. Ja. Diese Jacke ist auch so krass. Die blendet mich auch. Aber ist halt auffällig. Genau. So. Link zur Jacke, Beschreibung.
Es ist 5.26 Uhr. Heute am 15. Mai. Tag 2 also. Und ich habe jetzt halt gerade versucht, ein bisschen zu schlafen. In der Bankfiliale. Hinter mir. Und bin jetzt aufgestanden, so richtig konnte ich nämlich nicht schlafen. Ja. Aber ist egal, so ein bisschen ging es schon. Ja. Es ist schon langsam hell, was gut ist, aber es ist kalt. Wieso habe ich jetzt hier geschlafen? Eigentlich war ich gar nicht so kaputt. Geschlafen habe ich eigentlich, weil ich ein bisschen bockiges Kind war. Weil mich hat das so genervt, dass ich hier überhaupt bin. Weil ich wollte eigentlich am Comer See entlang. Und ja, da ist so eine 4 Kilometer Strecke, die wirklich suizidal ist, wenn man die fährt. Und da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt hat dann nachts, wäre an sich nicht schlimm, aber nachts am Wochenende die ganzen, keine Ahnung, Halbstarken, die vielleicht auch was getrunken haben. Und diese Strecke ist wirklich abartig. Das ist eine Autobahn, wo auf einmal da steht, Achtung auf Fahrradfahrer. Ja, und dann fährst du auf diese Autobahn auf. Und dann nach 4 Kilometern, wo kein Seitenstreifen da ist, nichts, fährst du halt dann wieder auf einen Radweg. Es sind nur 4 Kilometer. Ja, und ich habe halt gesagt, nee, das mache ich nicht, sondern ich folge der Route, die Komoot mir auch vorschlägt. Und das war halt durch dieses Tal hier durch, was sehr schön ist, das Tal, aber erst einmal hat es mich gleich wieder 500 Höhenmeter hochgeschickt. Ja, genau. Und das hat mich angekotzt. Da war ich wie ein kleines Kind da. Ja, gut. Und jetzt bin ich kein kleines Kind mehr, sondern ein großes Kind. Und denke mir, ja toll, wärst mal ein bisschen weitergefahren. Jetzt hast du den ganzen Käse noch vor dir. Naja, ich fahr jetzt los. Ja, schon bin ich wieder ein bisschen verliebt. Das ist dann schon wunderschön hier. Genau da oben. Jetzt aber im Sauseschritt hier runter. Gerade nochmal auf 700 Meter aufgestiegen. Wieso? Geile Felsformationen hier. Ja, das war jetzt eine Riesenscheiße hier. Ich habe ja vorher mitbekommen, dass meine Uhr ausgegangen ist. Aber anscheinend erst 11 Minuten, bevor ich es mitbekommen habe. Somit nicht ganz so schlimm. Dann habe ich die an meine Powerbank dran gehängt. Das hat schön aufgeladen. Es geht richtig schnell bei der Uhr. Ja. Und dann? Bei 8% hat es aufgehört. Mich gewundert. Nochmal eingeschalten. Ja, scheinbar die Powerbank leer. Aber Gott sei Dank habe ich genau in dem Moment einen Kaffee gesehen, mich da reingesetzt, meine Uhr auf 60% aufgeladen, mein Handy von 8 auf 22% und meine Powerbank, keine Ahnung, ja, die 30 Minuten halt,
weiß nicht, wie viel es gebracht hat. Und jetzt fahre ich weiter. Ich habe mir jetzt eine analoge Routenplanung draufgeschrieben auf so eine Serviette. Die habe ich auch dabei. Und hier jetzt, dass ich sie mir anschauen kann. Ja, jetzt geht es erst einmal nach Crema, dann nach Piacenza und dann muss ich mal schauen. Und definitiv muss ich mir heute ein Hotel nehmen, weil ich nicht durch die Nacht fahren kann, weil meine Lampe vorne auch schon recht ausgelutscht ist. Ja, die Po-Ebene übrigens. Schon irgendwie schön, gell? Ist halt mega flach. Sowas kenne ich jetzt nicht so wirklich aus Bayern. Im Norden schaut das ja schon anders aus. Hat schon auch irgendwie was. Sie lädt gerade meine Frontlampe und mein Handy gleichzeitig. Ja, leider lädt die Powerbank doch nichts. Sie hat vorher eben noch 4 Punkte angezeigt und jetzt zeigt sie nur noch einen an. Seit 20 Minuten. Cool, läuft auf jeden Fall. Ja, ein Riesenfluss. Hat der ganzen Ebene übrigens einen Namen gegeben. Der Po. Das ist ja wirklich riesengroß. Ich habe ja kein Schmier oder kein Kettenöl mehr, was sich das irgendwie aufgelöst hat in der Verpackung. Und jetzt benutze ich schon das zweite Mal die gute alte Neutrogena Hautcreme. Und man will es nicht glauben, aber funktioniert richtig gut. Für nicht so lange zwar, aber immerhin als Notlösung. Eigentlich ist das ja meine Arschcreme, meine Notarschcreme. Aber jetzt ist es halt nicht nur Arschcreme, sondern auch noch Kettenöl. Sieht da etwa Regen auf? Sieht fast so aus. Das sieht auch geil aus. Stimmung hier in Fidenza, wo ich gerade bin. Ich habe vor 1,5 Stunden entschieden, dass ich jetzt nicht mehr weitermachen kann. Ich habe keinen Akku, auf meiner Uhr nicht, auf meinem Handy nicht. Meine Powerbank ist leer. Ich habe mir eine neue Powerbank gekauft in einem Supermarkt. Die schien erst komplett voll zu sein, hat noch meine Uhr etwas aufgeladen, aber dann war sie doch leer. Dann ist meine Vorderlampe leer, meine Rückleuchte ist quasi leer. Also es ist so eine Scheiße gewesen und normalerweise mache ich mir jetzt nicht so abhängig von solchen elektronischen Devices, aber so machte das gar keinen Sinn. Und deshalb habe ich mich entschieden, das war's jetzt für heute. Ich gehe in ein Hotel und lade meine beschissenen Powerbanks auf. Genau. Und das mache ich jetzt in Fidenza. Und jetzt strawanze ich ein bisschen umeinander. Genau, ich habe jetzt hier meine mitgebrachte Kleidung dabei. Ich bin zwar minimalistisch unterwegs gewesen, aber Kleidung habe ich dabei.
War recht knapp in den Taschen, aber hat gepasst. Gott sei Dank habe ich sie dabei, weil sonst könnte ich jetzt hier in assliger Radkleidung rumlaufen, die wirklich widerwärtig mockt. Jo, genau, ich verbringe jetzt hier meinen Tag und Abend. Also um 16 Uhr, nee, um 15 Uhr schon aufzuhören mit einem Radtag. Das hätte ich mir jetzt auch noch nie nicht vorstellen können, dass das jemals passiert, aber jetzt ist es gut. So, also, drückt mir die Daumen, dass ich hier eine gute Pizza finde, vielleicht auch gute Nudeln und vielleicht ein Glas Wein. Tag 3 meiner 48-Stunden-Reise. Ja, ich bin gerade losgefahren um 8.40 Uhr aus Fidenza. Ja, aber schnurstracks du in die Toskana. Das Tolle ist, in wenigen Stunden, okay, in vielen Kilometern und vielleicht in 10 Stunden, ist meine Holde bei mir, meine bessere Hälfte und ich. Wir verbringen ja einen Wanderurlaub auf Elba. Einen, ja, was heißt Wander? Backpacking-Urlaub. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Bei mir alles fit. Meine Beine, meine Füße, also an den Operationsstellen. Top. Bisschen taub waren sie mal gestern. Aber das gehört dazu und ist auch wieder vergangen. Und meine Beine, klar, ein Muskelkater spüre ich natürlich schon. Aber nicht dramatisch. Mein Hintern ist auch in Ordnung. Also so, wenn es weitergeht, glaube ich, kann ich zufrieden sein. Wunderschön. Ah. Ich will jetzt nicht zu appellativ wirken, aber bitte, Freunde, macht sowas. Scheißegal. Scheißegal, wie lange sowas dauert. Hier muss man Fahrrad fahren. Es muss. Oh. Mein Gott. Ah, das ist von letztem Jahr. Da will man sich doch eigentlich nur hinsetzen und irgendwie weinen, weil das hier so schön ist. Weinen vor Glück. Mache ich jetzt auch gleich wieder, wenn ich hier ausschalte. Sitzen tue ich, weinen tue ich auch gleich. Ja, da bin ich jetzt in der Toskana hier. Finde den schön. Ja, das ist schon eine Region von Florenz. Also Toskana. Ist das nicht geil? Das ist mega. Ein geiles Gefühl. So, die Pause war jetzt länger, als ich eigentlich dachte.
Ja, fast eine Stunde jetzt hier. Aber gut, ich musste ein paar Bilder im Bild posten und habe mit meiner Freundin telefoniert und diesen Podcast mit dem Ben gemacht. Und ja, genau. Ist ja auch alles scheißegal, ich bin jetzt in der Toskana. Passt also. Ich fahre jetzt halt bergab. Man sieht nicht allzu viel von dem Bergab, aber das macht ja nichts. Da fahre ich jetzt runter und es geht jetzt nur noch bergab. Also, vielleicht mal so ein kleiner Hügel, aber an sich war es das. Ich glaube, ich rieche mehr. Ich glaube schon. Ja, doch, es ist mehr. Ganz klar. Da unten ist es. Da hinter dem, das eine Blatt. Genau, da. Jo, los geht's. Parkplatz vielleicht. Alter Schwede! Es ist so geil! Es ist so schön! Ist das nicht geil? Mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich so gut. Es ist alles perfekt. Es ist so schön. Ah! Mein Gott, und es ist so schön hier. Es ist unfasslich. Unfasslich! Zimmer. Ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich noch einen kurzen Abstecher nach Pisa mache. Das sind irgendwie noch 20 Kilometer oder so hin. Von da dann nach Livorno fahre. Und dann wird meine Freundin auch in Livorno wahrscheinlich sein. Ja, ist es nicht irgendwie geil, dass man sagen kann, oh ja, ich mache noch einen Abstecher nach Pisa. Und man weiß, dass man das mit dem Fahrrad gefahren ist. Das ist doch total wahnsinnig. Irre und geil. Genau. Aus Pisa. Eigentlich habe ich keinen Stress, aber ich habe ja ein wichtiges Treffen. Um 19:20 Uhr
So, jetzt aus Pisa geht es jetzt nach Livorno auf einem wunderbaren Radweg. Ja, und das war's dann wahrscheinlich. Das war's dann wahrscheinlich mit der Tour. Was heißt wahrscheinlich? Das war's. Ja, meine Freundin ist ums Eck sozusagen. Die kommt auch gerade an. So in einer halben Stunde in Livorno. Ich auch. Irgendwie ein bisschen traurig, dass jetzt vorbei ist. Aber natürlich vor allem freudig bin ich, weil ich das geschafft habe, weil ich es mir zugetraut habe, weil ich es gemacht habe. Trotz der ganzen Dinge, die irgendwie ein bisschen schief gelaufen sind oder nicht so gut gelaufen sind, war das doch einfach unfassbar mega geil. Und ob ich jetzt, wie in meinen kühnsten Träumen gedacht, so, keine Ahnung, in der Früh hier ankomme oder ob ich jetzt so wie jetzt um 19 oder 20 Uhr ankomme, ist doch wirklich völlig egal. Für diese Tour abschließende Worte. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme. Insbesondere auf Instagram kann man direkt reagieren, wenn ich da irgendwie eine Story poste oder so. Das ist immer sehr schön, das alles zu sehen. Auch wenn ich da keine Antwort dann geben kann, weil ich natürlich mich aufs Radeln konzentriere und wenig viel Leerlauf habe. Wo ich dann einfach mich hinsetze und viele Kommentare beantworten kann. Hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, das möchte ich euch nochmal sagen. Ja, vielen Dank auch an die, die mir über bei mir Coffee einen Kaffee spendiert haben. Genüsslichst werde ich diese Spenden jetzt die nächsten Tage verkoffeinieren und genießen. Ja, danke euch und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, hoffentlich nicht allzu lang hin. Ciao, ciao.